Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Was wir heute machen wollen, ist so einen Ring, und zwar aus Perlen. Es gibt verschiedene Perlen, die ihr benutzen könnt. Dieser hier ist jetzt mit 3 mm Wachsperlen gemacht worden. Ihr könntet auch kleinere Perlen nehmen, zum Beispiel Rocaille-Perlen. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr eine passende Nadel habt. Also bei mir sind das jetzt heute 3 mm Perlen. Ich habe jetzt hier Rot und Weiß vorbereitet und werde das gleiche Muster noch einmal machen, das wir da haben. Und ich habe eine ganz kleine Nadel vorbereitet und ich habe ausprobiert, ob die Perlen über die Nadel kommen und natürlich wieder von der Nadel runter. Das muss funktionieren. Wenn ihr eine spezielle Perlennadel habt, die noch dünner ist, dann könnt ihr auch mit kleineren Perlen arbeiten. Das wäre kein Problem. Bei größeren Perlen müsst ihr einfach daran denken, dass es auch unangenehm werden kann, wenn ihr die Finger nicht mehr richtig schließen könnt. Also ich habe jetzt hier wirklich mit den 3 mm Perlen ist es sehr, sehr angenehm. Das müsst ihr selber ausprobieren, wie das für euch stimmt. Also wir haben die Perlen. Ihr braucht für dieses Muster von der dunklen Farbe zwischen 80 und 100 Perlen und dann von der mittleren Farbreihe, das wäre bei mir jetzt hier wieder weiß, ungefähr 20 bis 25. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie lange der Ring werden soll. Also wir haben jetzt bei mir hier in diesem Beispiel ist der Ring 6 cm. Und ich habe jetzt 80 Stück von den roten, die ich brauche, und 20 Stück von den weißen. Und beide zusammen sind 3 mm Perlen. Gut, als nächstes machen wir unseren Faden bereit. Ihr seht, es ist ein ganz normaler Nähmaschinenfaden. Und ich würde euch raten, vielleicht etwa 50 cm breit zu machen. Lieber etwas zu viel. Bei dieser Variante ist es ziemlich mühselig, wenn ihr den Faden wieder einfädeln müsst bzw. anknüpfen müsst. Gut, um zu beginnen, fädelt ihr das Ganze auf. Und wir brauchen jetzt zweimal das Muster. Also das wären jetzt bei mir hier die Musterreihenfolge rot, rot, weiß, rot, rot und dann noch einmal. Ist eben genau das, wenn man das, ihr könnt das natürlich auch von Hand versuchen, aber ich glaube, dann werdet ihr relativ bald aufgeben. Also das ist jetzt das erste Muster und wir machen das noch einmal. Ich ziehe das da schon runter, weil das ist der Anfang und am Anfang braucht ihr eben das doppelte Muster und ihr werdet sehen, wenn ihr startet, die ersten zwei, drei Reihen hat man manchmal das Gefühl, es funktioniert nicht, aber es ist wirklich nur, bis ihr über den Anfang hinaus seid und der Ring eine gewisse Stabilität bekommt, dann klappt es schon recht gut. So. Also. Wir haben jetzt zweimal das Muster. Einmal, zweimal. Ich werde euch das jetzt da ein bisschen genauer zeigen. Und jetzt fahren wir mit dem Muster
ganz nach hinten zum Faden. Und jetzt knoten wir das Ganze zu einem Kreis. Ich lege das da ein bisschen auf die Seite. Wir machen jetzt hier 2 Knoten hinein. Also, einmal. Und gleich noch einmal. So. Also, wir haben jetzt die beiden ersten Muster und diesen Rest hier brauchen wir nicht mehr, den können wir abschneiden. Okay, gut. Also, jetzt haben wir die ersten beiden Reihen hier und die Idee ist jetzt eigentlich, dass ihr diese Reihen jeweils übereinander legt. Also es gibt eine, wie soll ich sagen, ein Band eigentlich. Das wäre die Idee, dass das jetzt hier immer rundherum geht. Wir haben jetzt die ersten beiden, haben wir hier jetzt bereits geschlossen. Das ist also die 1 und die 2. Und wir kommen jetzt zur nächsten. Gut. Damit wir jetzt weiterarbeiten können, müssen wir noch einmal zurück. Das heißt, wir werden hier in der zweiten Reihe noch einmal mit dem Faden zurückgehen. Also, ich nehme mir das jetzt da so und gehe in der oberen Reihe, ich hoffe, ihr könnt das sehen, gehe ich noch einmal zurück. So, also, das ist die erste Reihe. Das ist die zweite und ich gehe mit dem Faden noch einmal zurück. Gut, ich drehe das Ganze jetzt um, weil es für mich besser geht, auf dieser Seite zu arbeiten, weil ich Linkshänder bin. Und werde jetzt an die dritte Reihe gehen. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder für die dritte Reihe diese 5 Perlen. Gut, ich habe da die nächsten 5 Perlen. Wir ziehen uns die hier entlang. Und jetzt legen wir sie oben drüber. Also diese neuen Perlen legen wir da oben drüber. Damit wir jetzt die Perlen befestigen können, gehen wir noch einmal durch die zweite Reihe hindurch. Nur mit dem Faden durch die zweite Reihe. Das ist eben am Anfang ein bisschen tricky, aber manchmal bekommt man es gleich beim ersten Mal hin. Es ist einfacher, wenn ihr es dann direkt vor euch machen könnt und nicht ein Video machen müsst dazu. Gut, also, das heißt, hier jetzt durch die zweite Reihe zurück. Ich halte es immer mit dem Finger fest, damit mir nichts davon geht. So. Gut. So. Gut. Das ist jetzt die dritte Reihe. Damit ich jetzt weitermachen kann, für die nächste Reihe muss ich den Faden
nach oben bringen. Und das geht nur, indem ich jetzt durch diese Reihe wieder zurückfahre. Ihr seht, der Faden ist jetzt hier, sonst würde die nächste Reihe da oben liegen, aber wir wollen sie hier haben. Also gehen wir durch die oberste Reihe wieder zurück. Und so schaffen wir es, dass der Faden jetzt hier oben liegt. So, jetzt ziehen wir das gut an. So. Gut. Also ihr seht, jetzt ist der Faden hier zu oberst. Das bedeutet, wir können jetzt die nächsten Perlen aufnehmen. Gut, die nächste Perlenreihe ist bereit und wir ziehen sie wieder durch den Faden, bis sie an den Schluss zu liegen kommen. So, gut. Ihr seht, sie sind nicht befestigt, das heißt, wir müssen sie jetzt wieder hier unten nach unten ziehen und wir müssen durch diese Reihe hier, durch die dritte Reihe, die letzte, die wir hatten, wieder zurückfahren. Also, wieder hier in der letzten Reihe, die letzten fünf Perlen wieder zurückfädeln. So. Gut. Wieder festhalten und mit dem Faden zurückfahren und ihr seht, die Reihe wird wieder festgemacht. So. Und jetzt sieht man schon, das Band entsteht und jetzt sind wir wieder mit dem Faden hier unten. Aber wir müssen ja in der oberen Reihe arbeiten, um die nächste Reihe ansetzen zu können. Das heißt, wir gehen oben wieder zurück. Es ist also eigentlich immer ein Hin- und Zurückfahren, damit euer Faden immer auf der richtigen Ebene ist. Wir gehen wieder zurück. Macht das langsam, damit ihr keine Knöpfe im Faden bekommt. So. Gut anziehen. Und ihr seht, der Faden ist jetzt wieder oben in der obersten Reihe. Und wir können uns die nächsten Perlen auffädeln. Gut, die nächsten fünf sind bereit. Ich ziehe sie wieder in die richtige Position. So. Also, sie sind wieder lose. Das heißt, sie müssen hier wieder zurück. Wir fahren also wieder durch die oberste Reihe zurück, um sie zu befestigen. Das ist der erste Schritt. Gut. Ich halte wieder alles fest. Da ist einer zu viel. So, festhalten. Wieder durchziehen. Jetzt haben sie sich verdreht. Da oben müssen sie hin. So. Ihr merkt, das ist am Anfang wirklich, das kann einen verrückt machen. Deshalb empfehle ich euch, macht es auf dem Tisch, haltet immer gut fest. Ihr seht bereits wieder das Problem.
Der Faden ist in der unteren Reihe, wir müssen aber wieder in die obere Reihe. Das heißt, wir fädeln durch die oberste Reihe einfach wieder zurück. Lasst euch da nicht entmutigen. Es wird mit jeder Reihe einfacher. Wir ziehen alles wieder zurück. Ich würde behaupten, wenn ihr die ersten 4 oder 5 habt, dann klappt das richtig gut. So, der Faden ist jetzt wieder hier und wir können die nächsten 5 machen. Ich lasse euch einfach mal zuschauen. Ich habe jetzt die Länge erreicht, die ich haben wollte. Sobald ihr genügend habt, ihr könnt es immer wieder um den Finger herumlegen und messen, wie viel ihr braucht, müssen wir das Ganze schließen. Und das funktioniert genau auf dieselbe Art und Weise, wie wir die ganzen Runden gemacht haben, nur dass ihr vielleicht den Faden nicht verlieren solltet, wie ich. Gut, und am einfachsten ist es, wenn ihr das jetzt so zwischen einen Finger nehmt und hier haben wir aufgehört und wir verbinden das jetzt einfach mit der ersten Reihe, die ihr gemacht habt, als fast genauso, als wenn ihr jetzt wieder 5 Perlen aufnehmen würdet. Ich gehe also hier zurück, ziehe das zusammen und jetzt seht ihr, auf der einen Seite ist geschlossen. Das heißt, ich drehe das Ganze um und komme jetzt von dieser Seite in die letzte Reihe, die ich gemacht habe. Und damit ziehe ich den Ring zusammen. Und wir haben einen fließenden Übergang zwischen den Teilen. Und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ich drehe ihn noch einmal herum. Wir machen jetzt da noch einen Verschluss. Bei mir ist das so, dass ich durch eine dieser Perlen links oder rechts, wo ich herausgekommen bin, hindurchgehe. Und dann hier einen Knoten mache. Das ist gerade ein bisschen schwierig zu zeigen. So, da. Und jetzt gibt es hier einen Knoten und dann könnt ihr das noch einmal wiederholen. Ihr könnt da noch einmal durch diese Perle zurück. Oder wenn es nicht will, gehe ich halt durch die von vorhin. Geht ihr da noch mal zurück. Zieht hier noch mal einen Knoten fest. So, hier unten auch noch einmal. Ihr seht, es ist gerade genug Faden noch, um diesen Knoten zu machen. So, und dann die Schere wieder suchen. Und dann ist
Eierring auch schon fertig. So. Ist jetzt bei mir hier etwas eng, weil eigentlich ist er für meine Tochter, die möchte ihn etwas kürzer. Und dann habt ihr da euren zweiten Ring. Super. Sagt mir doch, wie es gelaufen ist. Ich bin sicher, es ist nicht ganz einfach am Anfang, aber ihr kriegt das hin. Viel Spaß und lasst mir doch ein Abo da. Tschüss!